Dann sprechen wir doch mal mit dem ersten Kandidaten. Aber vorher heilen wir uns nochmal. Ja, hätten vielleicht auch vorher schon so eine Komplettheilung nehmen sollen. Naja, was soll's. Hey, wer seid ihr? Ihr könnt hier nicht einfach so unbeaufsichtigt herumwandern. Kein Grund, so ärgerlich zu werden. Oder was soll man ihm sagen? Ja. Das macht euch nicht lächerlich. Wenn ich euch nicht zurechtweise, wen denn dann? Ah ja. Ist nicht nur für mein eigenes Vergnügen, ist zu eurem eigenen Gut. Viel wichtiger, wer seid ihr? Was ist der Grund, für dass ihr hier herumrennt? Den Vorsitzenden. Und was wollt ihr, Kinder, von ihm? Er ist ein beschäftigter Mann. Ich habe nicht beabsichtigt, hier in meiner Zeit mit euch zu reden. Private Gespräche sind verboten. Hey. Aber ich glaube, der ist, dürfte es sein. Yeah. Weil der hat uns ja schon das bestätigt, was wir vorhin erfahren haben. The enemy is strong. Let's aim for its wind weakness. The enemy is strong. Okay, das ist der gleiche, den wir auch vorher bekämpft haben. Das heißt, wir brauchen Wind. Und Wind soll er kriegen. Oh, Feuer hilft auch ein bisschen weiter. Gegen seine kleinen Verbündeten. Ist doch auch schon mal was. Hat leider einen verfehlt. So, den hauen wir auch nochmal eben um. So, und den Rest erledigt unser guter Joker. Morgana hätten wir hier ein bisschen was sparen können. Aber okay, geht auch so. $300, das war echt wenig. Naja, okay. So, und wir haben die Abteilungsleiter-ID. Der steht, ja, ist für den Abteilungsleiter. Oh, ja, er war also auch nicht der Vorsitzende hier. Können wir nicht einfach gegen den Präsidenten kämpfen? Keine Geduld. Ein Arbeiter braucht nichts zu essen. Ein Arbeiter braucht nichts zu essen. An alle, es ist Zeit, die Schichten zu wechseln. Arbeitet weiter, selbst wenn es euch zerstört. Oh Gott. Was zum... Das ist... ein weiterer Schichtwechsel. Die Angestellten werden ausgewechselt, genauso wie bevor. Warum überprüfen wir nicht die Orte, die wir mit der neuen ID nun besuchen können? Ja, das ist vermutlich eine gute Sache. Also dieser ganz große Dude da, der sah schon einschüchtern aus. Ob sowas vielleicht schon ein Vorsitzender ist? Könnte natürlich möglich sein. Oder das nächsthohe Tier davor. Irgendwann kämpfen wir gegen so einen Godzilla-Roboter oder sowas. Oh, der kommt zurück. Hat wohl nur eine sehr kleine Wachroute. Aber mindestens so viel Verantwortung wie alle anderen. Naja, okay, jetzt kommt er doch noch in unsere Arme. Und ja, ist auch ein sehr kleiner Gegner. Sollen wir uns mit dem mal anlegen? Oh Mann, das Ding ist riesig.
Könnte das ein höherer Rang sein? Wenn die Größe die Wichtigkeit anzeigt, die Vater ihnen zugewiesen hat, dann schätze ich, sollte er einen ziemlich hohen Rang haben. Ja, okay, wir riskieren's mal. Wer seid ihr nochmal? Wir müssen reden. Ich habe keinen Grund dazu jetzt. Haut ab. Ihr seid nur meiner Arbeit im Wege. Bist du der Vorsitzende? Nein, ich bin nicht der Vorsitzende. Vermutlich. Okay. Aber was, wenn ich es wäre? Wer seid ihr überhaupt? Versucht ihr hier zu faulenzen? Machen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und er ist es, und wenn nicht, bringt es halt ein bisschen Erfahrung und Geld. Ist der vielleicht gegen Nuklearangriffe anfällig? Leider nicht. Schade. Ach, verdammt, und er verringert unseren Angriff. Schon mal nicht so geil. Aber gut. Vielleicht haben wir Glück und der Riese ist auch gegen Feuer anfällig, aber... Ja, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Nee, das ist nur gegen Buffs der Gegner. Das wird uns jetzt nicht helfen, aber... Versuchen wir doch mal. Ja, Wind, da sind die kleinen Gegner anfällig. Ah ja, sauber, da haben wir es. So will ich das sehen. Ich glaube zwar nicht, dass wir den Großen damit schon aus den Socken hauen, aber fast. Und das Gute ist, jetzt ist direkt nochmal Haro dran. Dann sollten wir ihn spätestens jetzt aus den Socken hauen. Und dazu eine fröhliche Tasse Tee. Da stimme ich doch mit ein. Solange es kein Kaffee ist, bin ich dabei. Oh, und wir können 10% der HP für unsere Backup-Leute regenerieren. Das ist doch mal eine coole Fähigkeit. Das geschieht dir recht, du Bastard. Das wäre damit erledigt. Der hat aber nichts bei ihnen, nichts bei sich. 1000%ige Zeitverschwendung. Scheint, als ob die physische Größe nicht unbedingt mit ihrem Rang zusammenhängt. Der Vorsitzende muss irgendwo anders sein. Versuchen wir es in einem anderen Raum. Ja gut, war vielleicht so ein bisschen abzusehen, aber... Wir werden wahrscheinlich nochmal gegen so einen Riesen kämpfen, der dann die ID dann hat. Von daher wissen wir dann schon mal zumindest seine Schwächen. Physische Angriffe helfen nicht, deswegen haben wir ja zumindest hier mal wieder die passende Person. Ah ja, und ein Schüsschen noch dazu. And Justice for All. Grandioses Album. Von Metallica übrigens. Aber okay. So, ja, neuer Move für Haru. Mann, das ist schon ein gigantisches Kleid. Aber okay. Zu wichtigeren Sachen. Wir gehen jetzt mal hier mit unserer neuen ID durch die Tür, wo wir hoffentlich auch durchkommen. Und das ist der Fall. Jo, sauber. Zugriff gewährt. Die hat sich nun auch geöffnet. Großartig.
Wir müssen nah am Ende sein. Der Vorsitzende ist vermutlich direkt über dem Abteilungsleiter. Upsala. So. Vergiss nicht, deine Kondition im Auge zu behalten. Das gilt für alle. Wenn du dich müde fühlst, dann ruhe dich in einem Speicherraum aus. Ja, wir können noch. Oh Gott, und starten direkt vor einem starken Gegner. Ja, wir sind noch ein bisschen fit. Okay, keine ungefährliche Kombination. Aber wir kennen ja von denen die Schwächen auf jeden Fall schon mal. So, jetzt brauchen wir noch mal Licht. So, und dann hauen wir ordentlich zu. Ich glaube zwar nicht, dass das für den großen Elefantenkumpel da reicht. Nee, leider nicht. Ja, komm, weg mit ihm. Nicht lange rumdödeln mit Stauseffekten, einfach weg mit ihm. Miracle Punch. Physischer Angriff. Sollen wir uns den zu Genüge führen? Ja, machen wir mal nicht, weil ich wollte mit Morgana gerne diese ganzen Heilfähigkeiten behalten. Okay. Dass wir einen Charakter haben, der uns, was das angeht, dann mal so ein bisschen aus der Klemme helfen kann. So, vielleicht wird mal Zeit, dass wir unser Heil-Item für Skillpunkte mal wechseln, oder? Ja, ich glaube, wir geben das an mal. Ja, wir werden ihn bei Zeiten bekämpfen. Aber erstmal müssen wir ein paar Informationen sammeln. Ja, da ist nix. Ist auch nix. Lauter Nieten. Ja, das ist der gleiche wieder. Ich wollte eigentlich den auf der anderen Seite haben. Komm mal an den nicht ran. Oh, Scheiße! Das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Mist, wir wurden erwischt. Diese versuchen hier einen faulen Lenz zu machen. Meldet sie. Von hinten Gegner an uns ran. Ah, wie kommen wir an den da in der Ecke? Ah ja. Nee, oder? Ah, wie hat der uns denn jetzt gesehen? Scheiße! Haben wir irgendwie keine Chance, an den anderen ranzukommen? Möglicherweise hat der eine passende Information für uns. Oh, Kacke. Der will uns doch nicht sehen, oder? Ah, wir kümmern uns um ihn hier erstmal. Oh ja. So, das ist doch mal wieder eine angenehme Kombination. Können wir die Arbeit so ein bisschen aufteilen? Okay.
So, ja, okay. Und mit dem Psycho-Angriff geht's auch. Und die beiden machen wir auch platt. Alles gut. So, jetzt immer noch die Frage, wie kommen wir an diesen einen da in der Ecke ran? Dass wir den abhören können. Okay. That was an easy win. Let's go, Joker. Weiß ich gerade irgendwie nicht so recht, wie das funktioniert. Okay. So. Die erstmal nutzen da. There's a shadow. What do we do? Hilft nämlich hier beim Aufräumen ganz gut weiter. Naja, wir lassen den erstmal außer Acht. Ich weiß jetzt nämlich echt nicht mehr, wie wir an den rankommen. Können wir nämlich mal schön unsere kritische Rate damit nach oben boosten. Das macht's auch ein bisschen angenehmer mal. Okay. Didn't even break a sweat. Focus. Ah, okay, der hat ein Level oder mehrere über uns. Ah, okay. Ja, hätte ich mir fast schon denken können, dass das einer von denen ist. So viele blieben ja zumindest von denen, die wir bisher gesehen haben, ja nicht übrig.